Liebe Leute, die Kenner unter euch wissen, dass Männer von meinem Schlage sich auch gerne mal in der Welt der Schönen und Reichen suhlen. Wie, dann höre ich nicht hin? Bist du ein auf die Fresse hier? Worauf ich hinaus will, ist, dass ich definitiv immer gern bemüht bin, eure Spielvorschläge umzusetzen. Gestern allerdings dachte ich mir, lässt du doch mal wieder deine alten Kontakte springen. Und so ging ich nachts raus, ja, wie man das halt so macht, dachte mir, ein bisschen spazieren. Auf dem örtlichen Friedhof. Und ich hatte auch wie immer überhaupt nichts Böses im Sinn und wie ich da so mir nichts, dir nichts ein bisschen am Rummuddeln war, tippte mich doch meine alte, mittlerweile nicht mehr ganz so ansehnliche Freundin Emily Rose auf die Schulter und meinte zu mir, das Game solltest du dir unbedingt angucken. Also meine lieben Leute, heiße ich euch herzlich willkommen zu Ben, der Exorzist. Nee, eigentlich habe ich das Spiel von Detox empfohlen bekommen, ja, also wer ihn noch nicht kennt, ist auch so eine YouTube-Missgeburt. Auf gar keinen Fall würde mir da je in den Sinn kommen, seinen Kanal unten im ersten Kommentar zu verlinken, sodass ihr auch seine Seite besuchen und ihn abonnieren könntet. Nee, überhaupt gar nicht. Noch bevor ich das Telefon abnahm, wusste meine Mutter, dass ich wieder eine 6 in der Klassenarbeit geschrieben habe. Hallo? Hier ist Ben, das gespaltene Kind. Der Anruf kam aus der Witherspoon-Familie. Ich konnte den Terror fühlen. In dem Moment, als ich Jerrys Stimme hörte. Ben, der Exorzist, bitte helfen Sie uns. I love Burgers. Dann hat er mir die schreckliche Geschichte erzählt, die ihnen in ihrem neuen Haus passiert ist. Es hat alles Halloween angefangen, als seine Tochter und ihre Freundin ein dunkles Ritual vollführten. Sie haben dunkle Geister erwacht. Seit dem Tag wurde das Leben der Witherspoon-Familie ein einziger Albtraum. Jedes Mal, wenn ich Burger bestellte, verschwinden sie auf mir, wenn ihr mein Burgers. First World Problems. Alle gesunden Sachen landeten im Abfalleimer. Mein teures Bio-Essen. Der Sohn wurde krank und die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Die Tochter konnte nicht schlafen, aufgrund von merkwürdigen Geräuschen, die sie jede Nacht wach hielt. Das Merkwürdigste war dieser komische Gestank, der aus dem Nichts zu kommen schien. Die Feuerwehrleute dachten, dass die Familie sich über sie lustig macht und haben ihnen teure Rechnungen ausgestellt. Because fuck you. Warum glaubt uns keiner? Ich war ihre einzige Hoffnung. Ihr müsst das Haus sofort verlassen. Ich bin unterwegs und ich nehme beide Kinnhälften mit. Das verspreche ich euch. Let's find out if there's any girls activity. Nee. Nee. Let's find out if there's any girls activity. Alter, der hat ja sein Kreuz am Start. Dreht ihr das die ganze Zeit vor sich? Ihr letzte Vollidiot, Alter. Finden wir heraus, was an diesem schattigen Plätzchen hier so verborgen liegt. Ah, okay. Das Teil bewegt sich, wenn ich an verdächtigen Orten bin. Na gut. Was ist das? Oh, Taschentücher. Das. Ich finde das schon ziemlich verdächtig. Ja, ja, das Kreuz ist derselben Meinung, muss ich sagen. Was weißt du? Die paranormal activity is so strong. I think there are more haunted spots. Was? Was kann ich machen? Sancte Maike Arcangele, defende non sprelio. Was zum Teufel, Alter? Amen. Und du kriegst ein bisschen Wasser. Und du kriegst ein bisschen Wasser. Kann ich damit das Feuer löschen? Oh, scheiße, das heilige Wasser aus Audibert, das, was es immer war. Gibt's hier irgendwo einen Eiscremeladen? Den könnte ich mit dem Ding wahrscheinlich auch ausplündern, oder? Das ist eine unglaublich hässliche Sonnenbrille. Ich soll mehr Geisterevidenzen suchen, um herauszufinden, wer der lieblichen Familie hier die Burger klaut. Also das ist wirklich ein Verbrechen, das geht gar nicht. Freunde, die Wünschelrute geht an. Wir kommen der Sache schon näher. Oh, fuck. Kann man hier wenigstens mal ein bisschen Licht anmachen oder so? Hab ich... Ach, Tag!
Wow, ich bin fucking handsome, Alter. Wäre ich kein Priester, dann könnte ich mich wahrscheinlich vor Heiratsanträgen gar nicht mehr retten, ja? Der Teufel muss echt Respekt vor meinen Wangenknochen haben, Alter. Zieht euch das mal rein. Das ist mua, der Kerl. Das ist mua. Ich mach das jetzt so lange, bis die Toilette voll ist. There must be more. Oh, ja, ja. Ja, das Ding ist richtig am Ausrasten. Wir sind den Angelegenheiten hier auf der Spur, Freunde. Irgendetwas ist in diesem Schlafzimmer passiert. Und ich habe so das Gefühl, dass es nichts mit Verhütung zu tun hat. Oh, ich kann es aufmachen. Yeah. Erstmal ein bisschen frische Luft hier reinlassen in dieses versiffte Teenie-Anwesen hier. Another spot. But it isn't the last one. Okay. Es ist nicht der letzte. Ich muss noch einen finden und dann... Keine Ahnung, können wir die Brut des Satans hier vertreiben, würde ich sagen. Mit meinen unglaublich guten Äußeren. Oh. I can't open it without the key. Wiff. Wiff out. Kennst du, sollen wir mal einen Schlüssel suchen oder was? Ach Mensch, das hat man ja gar nicht im Spiel. Oh, es geht hier noch hoch, Freunde. Schaut mal an. Wow, ich... Ja, und hier ist wahrscheinlich auch noch was und so weiter, nicht wahr? Was auch immer ich da gerade an. I guess someone will like burgers. Frag mal deinen dicken Anrufer auf jeden Fall. Ich glaube, der hat sich alle gefressen und weiß nicht, leidet an Demenz oder so. Der hat einfach nicht mehr geschnallt. Das passiert den Besten, ja. Es ist kein Grund, den gleich zu verurteilen. Halt euch bitte zurück. Beruhigt euch. Oh. Alter, was ist. Ach so, das ist ein Kürbis. Ich dachte, meine Fresse, also die Äpfel heutzutage. Da würde jedes DDR-Kind von Neid erblassen, auf jeden Fall. Wie sieht es denn hier mit der allgemeinen Klolektüre aus? Lass mal sehen. Girl Talk? Oh, ich war auch da kriege, weiß ich nicht. Da wird's recht dünne auf der Toilette, würde ich sagen. Also, falls es mal klemmt, Leute, wisst ihr euch, was ihr euch zum Lesen da hinsetzen sollt. Oh, schaut mal an, ihr habt eine Karre gefunden. Nice! Die halten ja auch nicht so viel von abschließen, ne? Das macht ja eigentlich richtig gut. Der sagt, verlassen Sie bitte das Haus. Ich bin Ihre einzige Hoffnung. Und dann... Dann kommt ihr rein und dann wird auf jeden Fall aufgesessen. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, das hat. I could discover something important with it. Das ist eine Taschenlampe. I could discover something nimm die doch mit. Important with it. Yes, baby. Eine UV-Lampe. Also, wer hat das nicht in seiner Garage rumliegen, Freunde? Wo wir schon mal eine Lampe haben, können wir doch hier auf dem Dachboden ein bisschen rumstreunern. Und irgendwelche Katzen vertreiben oder wer auch immer hier die ganzen Sachen wegfrisst. Wow, das ist ein unglaublich interessanter Dachboden. Ja, wie das immer so ist, oder? Ich könnte vielleicht mal mein Kreuz... Ich kann... Der Typ kann nicht beides halten, ne? Nee, der ist sich zu fein. Scheiße, jetzt habe ich meine Lampe weggeschmissen. Oh, fuck my life. Was ist das? Ist das etwa ein Rätsel? Oh, ich bin der weltbeste Rätsellöser. Still... I have the feeling that's not all. Wie motiviert er auch ist. Den macht sein Job richtig Spaß. Der findet hier alles geil dran. Das herrscht richtig. Exorcism rules auf jeden Fall. Oh! What? Habe ich jetzt einen Schlüssel gefunden? Ich meine, okay. Aber was hat man diese richtig gut ausgestattet? Ich weiß nicht. Einkaufen oder so müsste eventuell mal drinnen. Ich kann mir das Kleid richtig ganz genau reinziehen, auf jeden Fall. Oh, ah, die Seite kann ich nicht aufmachen. Na, wenn das so ist, Alter, wenn da noch ein paar Kleider mehr drin sind, dann nehme ich alles zurück, was ich bis jetzt gesagt habe. I have no time for games. Ich habe keine Zeit für Spiele. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen, von dem das Überleben der Menschheit abhängig ist. Und kein Spiel dieser Welt wird mich davon abhalten. Stehen die einfach so random ein paar Sonnenblumen rum. Das ist so bescheuert, Alter. Vor allem, da ist doch nicht mal die Sonne. You don't know how to Sonnenblume, meine Freunde. Da kommt, das zeige ich euch nochmal. Beret ilideo subices de precamur tuki princeps mitia celestis. Bitte mehr davon, bitte mehr, bitte immer. Bitte, laber einfach weiter. Ich hänge gespannt an deinen Lippen, an deinen kantigen. Oh, da können wir auch runtergehen, Alter. Spooky, spooky. Na, zeig mal her, was du hier auf dem Kasten hast. Freunde, der Subwoofer ist voll aufgedreht. Ab jetzt geht's los. Die Gäste können kommen. Ich habe hier den Weinvorrat. Weiß nicht, irgendwie kommt es mir so vor, als würden die hier nicht nur Burger klauen. Ich kann mich auch irren. Was habe ich denn jetzt hier angemacht, sag mal? Oder habe ich den Schrank oben aufgemacht? Das wäre so lächerlich. We are the perdition animarum pervagantur in mundo.
Yeah! Take that! Da noch irgendein Schlüpper drin, den ich mir zufällig stibitzen könnte? That's it. Das war's. Das letzte Ding. Ich wusste doch, dass hier irgendetwas Merkwürdiges mit dieser Waschmaschine ist. Warte mal. Divine Virtute in Infermum de Trude. Amen. Amen, motherfuckers. Amen. What the hell? It should be still 2 o'clock. Easy job, look around. Okay, nichts leichter als das. Hello? Is somebody out there? Ich soll einen Weg finden, den TV auszumachen. Yeah, I guess. Oh mein Gott! Shit. What? What? Hi! Was ist denn das? Magst du zufällig Burger? Pass mal auf, ich kann den hier. Und das hier kann ich auch. Und fuck, achso, ich sollte 3 drücken und dann? Exorcisamus te omnis immundus spiritus. Jesus Christ, motherfucker! Omnis satanica potestas. Omnis incursio. Hell yeah! Infernalis adversari omnis legio. Omnis congregatio et secta diaboli. Das beeindruckt den gar nicht, mein Freund. Ergo Draco. Oh mein Gott, oh mein Gott! Er will den Nachtisch! Ich bin der Nachtisch! Nein! Omnis legio diabolica. Ja, diabolica. Aua! What the fuck? Ist dir auf die Fresse gefallen? Oh, nein! Oh mein Gott! What the fuck? Er hat mich umgenockt. Ja. Den einfach voll labern, bis er die Schnauze voll hat. Okay, er hat auch eine Bibel. Omnis legio diabolica. Adjuramus te. Tessa desipere humas. Das ist der Karo. Freunde, ein erwachsener Mensch steht hier und macht den Scheiß. Könnt ihr das glauben? Das ist hilarious. Das ist unfassbar. Alter, der hat Kaninchenbuschen an. Ein geiler Typ. Er macht sich überhaupt keine Platte. Mach mal auf hier. Christine Fernandes, bla bla bla, motherfuckers. No! No! Was soll ich denn machen gegen den? Omnis immundus spiritus. Ah, der geht arg. Ich muss das halten. Mein Gott, sag doch das gleich. Is it gone? Ist es weg? Ja, ich weiß es nicht. Kannst du da nochmal... Komm, wir suchen den jetzt. Das... Hulk! Alter! Oh! What the fuck? No way! Nah! Da ist er wieder. Okay, bye! Hast du gesagt? Damn, this job gonna be tough. When I finish with this bitch girls, I will demand a promotion. Wo ist der? Halt dein Maul, mach den weg! I have to take a different approach. Der Exorzismus wirkt nicht. I need some information of those spirits. Ich muss Infos sammeln über diese Geister. What the fuck? Infos about ghosts. Perfume bottle. Okay, Parfümflasche ist wahrscheinlich im Bad. Also, ich weiß nicht, wie sein Verstand funktioniert, aber irgendetwas Merkwürdiges geht hier vor. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Was ist das? Behindert? Leck mich am Arsch. Oh, fick dich, Alter! Das gibt's doch nicht! Was soll denn der Scheiß? Alter, ist das widerlich! Was ist das denn? Infernalis adversari omnis legio. Omnis congregatio et secta diaboli. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, leck mich! Du Ferkelchen, du kleines Ferkelchen. Ergo Draco maledicte. Et omnis legio diabolica. Das beeindruckt die nicht. Das beeindruckt die ganz und gar nicht. Hau ab, leck mich. Ich bin weg hier. Ich bin weg. Furchtbar, Alter. No way. Hier vergnügt dich mit den Sonnenblumen. Oh mein Gott, es kommt. Ich geh jetzt ins Schlafzimmer. Kannst du rumheulen, wie du willst, Bitch. Och, Mann! Nein, Tür zu. Haha. Die kann die Tür nicht aufmachen, ne? Scheiße ist, ne? Wenn man dumm ist. Oh mein Gott. Zu. Dankeschön.
No way! No way, das kannst du nicht! Das kannst du nicht! What the fuck? Was ist das für ein Spiel, Alter? Ich fühle mich richtig erleuchtet gerade. Irgendwie ist es so... Ach, man fühlt sich so erfrischt und intelligent danach und möchte am liebsten alles Böse der Welt sofort vernichten oder so. Oder so ähnlich. Ich mach mal hier einen kleinen Cut, Freunde. Das war Ben, der Exo. Das Spiel gleicht einer wahren Seligsprechung. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß oder so ähnlich. Vielen lieben Dank an den Entwickler, der hat mir das Game geschenkt. Kostet irgendwie 2,50 € oder so bei Itch.io. Ich werde das unten verlinken. Geht auf jeden Fall wahrscheinlich noch eine ganze Weile, aber ohne Scheiß. Das hat mich übelst an Cher erinnert. Wer Cher dich kennt, klickt auf jeden Fall mal auf die Verlinkung. Das Game ist auch super genial. Das ist mega awesome. Okay, Freunde, ich werde mich jetzt hier unter meinem Tisch verkriechen und schwerst sündigen. Also, wenn er mich sucht, dann klopft bitte vorher an. Amen.